Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Heute machen wir mal einen kleinen Quickie, aber was ganz Exklusives. Ich glaube, ich bin heute angekommen in der Sterneküche. Wir machen heute ein Schokolade-Feige-Sandwich. Ja, also ich glaube, Feige hatte ich vor diesem Sandwich noch nie auf dem Grill, ne? Ist eine geile Nummer. Wie das geht, was ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Ja, zack, Zutaten, Freunde. Guck mal, heute sehr, sehr, sehr übersichtlich. Wir brauchen wirklich nicht viel. Wir brauchen ein bisschen Schokolade. Nehmt da bitte eine kräftige Bitterschokolade. Wir brauchen frische Feigen. Wir brauchen, was haben wir denn hier? Das ist eine Feigen-Senfsoße. Müsst ihr mal gucken, wo ihr die kriegt, aber eigentlich fällt ihr euch in jedem Supermarkt in die Hand. Wir brauchen ein bisschen Frischkäse, wir brauchen natürlich Toast für Sandwich und wir brauchen das gute Leo Olivenöl. Noch ein Bier? Das war's eigentlich. Prost auf euch. Los geht's. Ja, wie gerade schon angesprochen, das ist heute wirklich eine sehr exquisite Geschichte. Ja? Ist mal ein bisschen was anderes. Sicherlich auch nicht für jeden was, aber die Feinschmecker unter euch, die werden das lieben. Ich tatsächlich hatte vor diesem Sandwich eigentlich auch noch nie richtig Kontakt mit Feige. Bin ich da der Einzige? Ballert mir mal die 1 unten in die Kommentare, wenn ihr noch nie Kontakt zu Feigen hattet. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich kenne die aus so einem alten Kindermärchen. Da war doch irgendwas mit Feige. Saskia, welches ist denn das? Weiß ich nicht mehr. Da gab es doch so ein Kindermärchen mit Feigen oder sowas. Ich glaube, seitdem hatte ich eine Phobie oder so. Aber ist egal, schmeckt geil. So, schnell zusammengeschmissenes Sandwich eigentlich. Wir nehmen unsere Senfsoße auf die eine Seite vom Sandwich. Also einfach verstreichen. Das ist jetzt hier nur keine Kunst, ne? Ein Sandwich zu streichen. Nehmt da bitte nicht ganz so viel, weil die kommt ordentlich durch. Da ist aber auch noch eine schöne Schärfe bei. Und die zusammen mit der Schokolade und der Süße von der Feige machen das Ding nachher zu einer richtig geilen Nummer. Also erstmal schmieren Feigensenf. So, Senf fertig. Dieses war der erste Streich. Jetzt kümmern wir uns um die andere Hälfte. Zack, einmal wechseln. Frischkäse. Auf diese Seite Frischkäse. Achtet da bitte nur darauf, dass ihr nicht zu weit an den Rand geht, sonst läuft euch das alles raus. Aber hier jetzt erstmal ordentlich Frischkäse drauf geschmiert. Ja, so, also Frischkäse, Freunde. Mit dem Frischkäse an dieser Stelle bitte auch nicht sparen. Der bringt diese ganze Frische in diese ganze Nummer einfach rein. Ne? So, jetzt Schokolade. Wir wollen ja ein Schokoladenfeige-Sandwich machen. Schnappt ihr euch eure Zartbitter-Schokolade und jetzt, das dauert einen kleinen Moment. Ich werde hier ordentlich Schoki rüberreiben. Na, ja, ne? So, also bei der Schokolade dürft ihr auch gerne übertreiben. Ne? Der Rest für mich. Der ist ja schön. Und jetzt zu unseren Feigen. Frische Feigen könnt ihr tatsächlich auch komplett mit Schale benutzen. Wenn ihr das ja nicht wollt, pult ihr euch die runter. Aber das geht, ne? Gar kein Problem. Einfach nur mit lauwarmem Wasser ein bisschen abwischen, sauber machen und dann ist die Feige auch schon verzehrbereit. Ah, sehr, sehr geil. Und da schneiden wir uns jetzt einfach Scheibchen runter, ne? Macht da dünner oder dicker, wie ihr das haben möchtet. Scheiben schneiden. Und mit den wunderschönen Scheiben belegt ihr jetzt einfach euer Sandwich. Ihr könnt dieses Sandwich wirklich vorm Grillen essen, als Vorspeise, als Nachspeise. Gerade auch zur Weihnachtszeit passt das, glaube ich, ganz gut. Also bei uns wird das vermutlich Weihnachten als Nachtisch auf den Tisch kommen. Aber ist, wie gesagt, mal was anderes. Ne? Also vollpacken mit Feige hier. So, na, nicht sparen, Freunde. Deckelchen, na, ein bisschen andrücken. Und das Wort geht eigentlich von der Vorbereitung her, oder? Und jetzt ran an Grill. Der Bräuking läuft mittlerweile indirekt, also rechter und linker Brenner brennen. Wir haben heute schon gegrillt, deswegen haben wir da noch Hitze drauf. Das macht sich also auch ganz gut, wenn er das zum Schluss nach dem Grillen einfach auf die warmen Roste legt. Wir wollen das jetzt eigentlich nur antoasten. Dementsprechend legen wir unser Toast jetzt hier mal rauf. Zack. Ja. Zack. 2 Minuten, einmal drehen für ein hübsches Muster und dann nochmal auf den Kopf. Machen wir gleich. Die ersten 2 Minuten müsst ihr gucken, ne? Zeitangaben, kein Gewehr. Ihr müsst gucken, dass das vernünftig wird. So, und das drehen wir jetzt nochmal. Zack. So. Nicht zerfallen. Schön. Warten. Geil. Und kurze Zeit später, wir gucken mal. Einmal umdrehen. Ah ja, so reicht uns das, ne? Ich hab die jetzt schon ein bisschen bewegt, kriegt man bestimmt auch schöner hin, aber wichtig ist, dass das knusprig ist. Und die Seite jetzt nochmal das gleiche. Und erneuter Mikrozeitsprung, wir gucken. Ah. Zack. Oh ja, guck mal, ne?
Die zweite Seite ist schöner geworden. Ah, so, dann legen wir die einfach so rum. Ist gar kein Problem. So, jetzt runterholen. Haha, guck mal, sieht doch eigentlich schon sehr, sehr geil aus. Kommt auch ein netter Geruch raus? Gefällt mir, Freunde. So, ganz zum Schluss, final. Olivenöl, das holt den Geschmack nochmal richtig raus und gibt so ein Special. Natürlich nicht einsauen damit komplett, aber da kann schon mal richtig was drauf hier. Guck mal, zack. So, ich würde sagen, wir können es jetzt schneiden. Also einmal hier in hübsche Schiffchen. Ah. Oh, guck mal. So. Ah, Garpunkt getroffen, würde ich sagen. So, probieren. Naja, ich würde sagen, so kann das auf dem Tisch, oder Freunde? So, ich muss jetzt probieren, damit er mir auch glaubt, dass man das essen kann. Exquisit, Freunde. Wirklich exquisit. Und mal was anderes. Oh, ist geil. Ja, kleiner, leckerer Quickie heute, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like und ein Abo, würde mich freuen. Instagram ballern, Facebook ballern, Glocke drücken nicht vergessen. Ihr wisst Bescheid. Das war Bobby mit einem Schoko-Feige-Sandwich. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Oh.